Hey, ich bin Annette und wir gucken uns heute den Grundschritt Figure of Eight an. Das ist ein Grundschritt, der 8 Counts beinhaltet, so wie der Name es sagt. Ich drehe mich mal um und dann zeige ich es euch. So, wir starten mit dem rechten Fuß und zwar gucken wir uns erstmal die ersten 6 Schritte an. Das ist wichtig. Ich mache da nämlich einen kleinen Cut. Okay, also mit rechts geht's los. Wir gehen rechts zur Seite. Ich kreuze mit links dahinter. Dann stelle ich den rechten Fuß wieder zur Seite mit einer Vierteldrehung. Dann mache ich einen Pivot Turn mit links. Das heißt, der linke Fuß geht vor. Eine halbe Drehung. Und jetzt stelle ich den linken Fuß nach vorne, aber schon mit einer Vierteldrehung. So, hier mache ich einen Cut, weil das sind die ersten 6 Counts. Und wie ihr seht, stehe ich wieder auf der Startseite. Das ist wichtig für eure Orientierung später. Wir zählen das mal. Also, rechts zur Seite 1, hinterkreuzen 2, Vierteldrehung 3, Pivot Turn, Schritt vor, 4, drehen 5 und jetzt links mit Vierteldrehung 6. Und dann müsst ihr wieder auf die Ursprungswand schauen. So, Figure of 8 heißt ja 8. Das heißt, ich habe noch 2 Counts. Geht weiter, ich kreuze mit dem rechten Fuß hinter. Und jetzt drehe ich mich links, stelle ich den linken Fuß mit einem Viertelturn. Das bedeutet, wenn ich die Figure of 8 fertig habe, habe ich mich einmal um 360 Grad gedreht und nochmal ein Viertel, also 90 Grad, schaue ich auf die nächste Wand. Ich zeige es nochmal. Seite, hinterkreuzen, Vierteldrehen, ein Pivot Turn, eine Vierteldrehung, 6 Counts, ich bin wieder vorne. Hinterkreuzen und wieder eine Vierteldrehung. Dann zähle ich sie euch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viel Spaß beim Üben und wir sehen uns im nächsten Video.